Ein freundliches Hallo von der Garderoll-Community. Moin. 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 Ich habe vorher ja ganz vergessen, auch aufzuzählen, wer eigentlich alles da ist. Das, also, beziehungsweise als wir das erste Video gemacht haben. Das hole ich jetzt nicht nach, aber helft mir daran zu denken, beim nächsten Mal, wenn wir ein Projekt starten, dass ich das am Anfang mache. Dass man weiß, wer alles dabei war. Drückt doch einfach einmal Tab und dann erwähnen wir noch Tunda dazu und dann passt das. So, wollen wir es mal so machen. Also, dabei ist der Cedric, der Kartoffel-Eini, der Lexplay, der Music-Sam, der Bender, der Nightmare, der Wow Double German, hallo, der Sensiva. Hallo. Und nein, der Nordhorn ist nicht dabei, das wäre nur gerade dran vorbei, der mit dabei war aber noch der Tundu. So. Und Basel war nicht dabei. Basel war nicht dabei, der ist nie dabei. Nee, der verschwindet nur öfters mal am Schweizer Käse. Oder? Ah. Wow, wow, wow! Bremsen, 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 bremsen. Ich habe ihm noch zum Glück den Pannenblinko an. Boah, was war das denn? Das war das, was hier die ganze Zeit schon passiert. Alter Schwede. Danke, jetzt habe ich 14% Schaden an der Chef ran. Also in dem Fall muss ich ja SCS loben, also die Entwickler, dass sie anfangs jetzt einblenden, dass ETS und ATS spielen keine Vorbereitung fürs echte Leben ist, also dass ihr da nicht LKW das fahren könnt. Das kommt von der Software. Ja, ja, eben. Das finde ich. Von der? Das ist die SCS. Achso, okay. Das ist die Multiplayer-Software oder was? Nee, unsere Software. Achso. Ja. Achso, okay. Ja, finde ich dann sehr gut, damit ihr euch ja auf jeden Fall angesprochen fühlt. Denn das, was ich hier sehe, ist schockierend. Also, ich habe es ja mal versucht, mich als LKW-Fahrer zu bewerben, mit der Aussage, ich habe so und so viele Stunden in ETS verbracht. Das hat, glaube ich, nicht funktioniert. Sehr schön, sehr schön. Ja, vor allen Dingen, naja, ich sag nur 24-Stunden-Konvoi, ne? So wirklich Vorbilder, gerade die Nacktschicht. Ja, aber, wie war ja, das gut, mit der Flasche nachts Captain? Fahren, ist ja nicht das Thema. Die Flasche Captain war gut. Ja, gut. Aber muss ich auch, fällt mir ab und zu auf, wenn man das spielt und will nebenbei am Handy was schreiben, oh, dann wird einem erst deutlich, wie gefährlich das eigentlich ist. Also ich will nicht wissen, wie viel Tausende an Euro oder Dollar ich da schon verscherbelt habe, weil ich dann irgendwo eingefahren bin. Also deswegen Handy am Steuer. Ganz gefährlich. Und das siehst du hier so gut wie nirgends genauso. Ja, Alkohol, klar, das ist eine permanent, nenne ich mal, Belastung beim Fahren. Oder Einschränkung trifft es wahrscheinlich eher. Aber im Handy, das ist sehr unterschätzt. Weil ich sehe ganz viele Leute, die sitzen am Handy, zum Beispiel, das harmlos ist ja, wenn sie die Grünphase verpassen, also bei der Ampel, und da stehst du hinten dran und fängst dann irgendwann an zu hupen, weil es dich nervt, aber was sie da teilweise auf der Autobahn fabrizieren, das ist nicht ganz ohne. Naja, du musst aber auch mal gucken, bei den moderneren Autos mit ihren ganzen Steuerungsteilen, die sie da haben, das die Leute richtig. Gucken nicht mehr auf die Straße. Ja. Vor allem, also muss ich ja sagen, finde ich eigentlich super die Sache mit dem Spiel, dass du da so eine kleine LED drin hast, die sagt dir, wenn hinter dir einer fährt oder im toten Winkel ist. Ja, das prinzipiell ist super Sache. Nur sagen auch Leute, die sich bewusst sind, dass das nicht ohne ist, dass das irgendwann das Vertrauen da drin viel zu groß ist. Also wenn ich überlege, wie viele Leute mir einfach schon vor der Schnauze rausgeschert sind oder die ich ohne Schulterblick wahrscheinlich gar nicht gesehen hätte, ist das natürlich so eine Sache für sich. Man wiegt sich da doch in eine sehr große Sicherheit, die einfach nicht da ist. Das ist teilweise schon sehr trügerig. Ja, wobei man, ich habe jetzt letztens gelesen, dass der Tesla, da hat ja diese Automatikfunktion für die Autobahn und da häufen sich in letzter Zeit die Reklamationen, dass da was schief läuft. Man muss aber dazu sagen, wenn die Systeme alleine nur fahren würden, also es keinen Mensch gäbe, der dazwischen funken würde, also jetzt alle Autos auch rundherum natürlich gemeint, dass die Unfallstatistik ganz anders aussehen würde, als sie heute aussieht. Die wäre fast leer, also da gäbe es ja kaum Verkehrsunfälle, wenn ihr das alles klar, am Computer überlassen. Ja klar, weil die würden ja miteinander auch kommunizieren. Genau. Der menschliche Faktor ist immer so eine Sache für sich. Und da richtig, es ist wie beim Computer, der Fehler sitzt vor dem Bildschirm. Aber da muss oft ich sagen, nicht immer. Ich finde es sehr schlimm. Natürlich hat ein Computer ist nicht perfekt, aber der Mensch ist viel unperfekter, was an Zuverlässigkeit angeht. Der Computer kann aber, ja, er kann auf viele Sachen direkt eingehen, weil er eben, wenn er entsprechende Messinstrumente hat, ist aber auch nicht so perfekt, wie man das denkt. Also vom Bauchgefühl her, wenn ich irgendwo langfahre und sehe, okay, ich fahre jetzt schneller als 130, Geschwindigkeit sei mal umgenannt, und dann sieht man einen, nennen wir es mal, etwas nervöseren Fahrer, der hinter dem LKW langzuckelt, dann weißt du zum großen Teil, so aus der Erfahrung vom Bauchgefühl her, wann zieht er raus,
Solltest du da lieber bremsen oder kannst du geschmeidig mit deinen 200 dran vorbeifahren? Ja, aber stell dir jetzt vor, dieser nervöse Zuko, der hätte den Autopiloten. Ja, natürlich, hätte der einen Computer drin und dann wäre das alles super, was? Weil die miteinander kommunizieren. Was? Achtung, Cedric leckt total, ich hab'n... Ja, der springt hin und her. Ganz komisch sogar. Der hat mich eben schon jetzt eben einmal abgeschossen. Also grundsätzlich würde ich ja sagen, wenn alle Menschen vernünftig genug wären zu sagen, hey, wir lassen den Computer nur noch uns transportieren, wären wir viel besser dran. Solange aber der Mensch das Gefühl hat, dass er es ja besser kann und dann einem Computer nicht vertrauen will und das selber macht deswegen, werden immer Verkehrsunfälle geben, weil der Computer kann den Menschen nicht genug vorerkennen alles. Es gibt einfach Sachen, die kann er nicht rechtzeitig ermitteln. Das ist richtig. Allerdings musst du hier auch sagen, bei autonomes Fahren an sich in der Theorie eine super Sache. Allerdings autonomes Fahren hat ja auch immer den Technikhintergrund. Und wenn du jetzt überlegst, wie viel Terrorakte es so gibt, oder wenn du einen Hacker nimmst und der hackt einfach mal ins System ein, was es alles schon gab, eigentlich nicht beim autonomen Fahren, sondern zum Beispiel, wenn du dein Auto halt so freischalten kannst, also öffnen kannst, das kannst du relativ, also wenn du entsprechend... Total easy. Ja. Da musst du es so machen, wie Tesla das zum Beispiel macht. Wenn die auf irgendeiner Messe sind mit ihren Autos, dann sagen die, ja Leute, ihr habt da das Auto, könnt ihr versuchen zu hacken. Wenn ihr es schafft, das Auto zu knacken, seid ihr eingestellt. Das machen viele Firmen. Das hat auch einen guten Hintergrund. Was macht denn der Nike da? Das war der Basel. Und der Basel kam auf die Terminal-Taste. Der war am Handy? Nee, der wollte gerade die Kamerasicht nach innen wechseln und hat... die Konsole geöffnet. Danke fürs Reagieren hinten. Ich hoffe, es ist niemandem was passiert. Nö. Ja, zurück zum Thema gerade. Das mit dem, dass Hacker eingestellt werden, ist ja relativ häufig. Die Bundeswehr sucht ja auch mittlerweile ein paar tausend Leute, aber hat halt keiner Bock dahin zu gehen. Warum auch immer. aber auch bei Facebook bekommst du ja auch eine entsprechende Kreditkarte zugesendet mit Guthaben drauf, wenn du Hacks findest. Und das machen halt sehr viele Seiten und das ist auch gut. Also, weil... dass es eben, sag ich mal, noch Leute gibt, die versuchen, das Positive daraus zu ziehen. Also aus dem Hacken, was ja relativ einfach zum Teil ist. Aber nochmal kurz zum Thema Autofahren und so weiter. Ich bin ja absolute Verfechter der Anti-Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, das verstehe ich. Als Deutscher ist das ja eigentlich Usus, ne? Richtig. Aber ich muss auch dazu sagen, wo ich zum Beispiel in Holland unterwegs war, es ist einfach viel entspannteres Fahren. Ja, das stimmt, weil diese Leute mehr passiv fahren. Ich fahre einfach viel zu gerne über 200. Das ist richtig. Aber dieses Passivfahren, also das hast du eben bei Geschwindigkeitsbegrenzungen, ist auch nicht immer das Wahre. In Amerika gibt es jetzt 2 oder 3 Bundesstaaten, die haben ihre Geschwindigkeitsbegrenzung etwas gelockert. Vorher hast du immer so 60 Meilen gehabt. Die dürfen jetzt 90 Meilen fahren. Und da ging die, jetzt wollte ich gerade sagen, Trefferquote, die Unfallquote, deutlich runter. Und das hast du tatsächlich öfter so. Also eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung halte ich jetzt per se erstmal für falsch. Also du hast die 130. Und du sagst, okay, 250 ist ja so eine, ich sag mal, eine Pseudo-Geschwindigkeitsbegrenzung in Deutschland, weil das ja manchmal heißt, ja. Also erstmal werden viele Autos abgeregelt, klar. Und manche denken, okay, da kann mich der Blitzer nicht erwischen, was natürlich Unsinn ist, weil die erwischen dich auch bei 500 km/h. Aber nee, so eine allgemeine Ich meinte bei 350 sei die Grenze. Also wir hatten hier im Nachbarort einen Porsche, der ist in die 50-Zone reingerauscht mit 258. Ja gut, da war ja 8 km/h zu schnell. Ungefähr. Also von dem war nur noch der Heckspoiler drauf. Die haben allerdings gekriegt, weil er hatte Werbeaufkleber auf dem Heckspoiler. Dann hat er auf jeden Fall was falsch gemacht, weil, also beziehungsweise die Polizisten, weil normalerweise ist das, wird das, also je nach Überwachungssystem, okay, gut, dann kann das sein. Eigentlich sollte man in Deutschland ja einführen, dass die Rückseite auch mit fotografiert wird. Ist natürlich blöd für Motorradfahrer. Weil eigentlich wird ja nur die Vorderseite und wenn ein Motorrad durchschraust, dann mit deinen 300 oder 299, was hier nur auf dem Tacho stehen darf, dann wirst du ja nicht erkannt. Aber beim Motorrad kannst du ja immer noch sagen, da ist jemand anderes mitgefahren. Das ist sehr schwierig beim Motorrad. Das also funktioniert auch ganz gut. Man braucht nur Kombi weg, Helm weg. Was ganz anderes zu Hause noch nicht mal. Du kannst komplett verschwitzt in deinen Motorradklamotten stehen. Ja, bitte.
alle jetzt erst Stockholm rein zum Abschluss oder die Fahrten eben bis nach Uppsala beenden? Also wir sind jetzt genau bei 10 Minuten des Videos angekommen. Von dem her, ich würde sagen, wir machen die Verabschiedung doch zusammen in Stockholm. Alles klar. Reparateur? Le Reparateur? Dann gebe ich erst ab und komme dann in die Werkstatt. Oui. Genau, und dann machen wir noch das Abschiedsfoto, wie das Tradition ist bei den Aufnahmen. Wieso ist Musik-Sam eigentlich so langsam? Also ja, er hält seine Geschwindigkeitsbegrenzung, aber wo sind die anderen anderen? Externer Auftrag. Er kann nicht schneller. Ah, okay. Also fahren gut, wir hab ich hier schon ausprobiert, rechts aber oder nee? Nee, einen weiter. Nein, weiter. Aber was ich ja interessant finde, um nochmal um Verkehr und Sicherheit zurückzukommen, ist es, glaube ich, gar nicht Schweden oder Dänemark gewesen, die einen Ort genommen haben, Pilotprojekt, und alle Schilder, alle Regeln entfernt haben und damit die Unfallstatistik massiv zurückgegangen ist? Okay, da weiß ich nichts drüber. Würde ich jetzt in Deutschland für kritisch erachten, wenn ich mir so rechts vor links anschaue? Also ich würde jetzt als Ausländer sagen, der Deutsche ist einfach zu verbohrt. Er hat, wenn ich Vortritt habe, habe ich Vortritt. Das ist so ein wenig einfach zu egoistisch. Wenn du das größere Auto hast, hast du gewonnen. Ah, okay, klar, so läuft das. Deutsche gut. Regel. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich kann mir ja gut vorstellen, dass das Prinzip, das dahinter erklärt wird, ich weiß jetzt nicht, was die Psychotalk-Typen dazu sagen. Vom JMB-Verlag ist da übrigens einer, habe ich gehört. Aber was so die Annahme ist, warum das so ist, ist, dass halt, wenn keine Regeln da sind, jeder muss abklären, ob er überhaupt kann und darf, weil er sich auf nichts verlassen kann. Und durch das nehmen alle viel mehr Rücksicht und nehmen nicht die Rechte als gegeben und riskieren ja, zu viel. Ja, da hast du aber im deutschen Recht hast du auch den Passus, dass du für die, also es steht jetzt nicht so drin, aber es ist damit gemeint, dass du für die Dummheit und Unachtsamkeit des anderen auch aufkommen Ach Mist, musst. Ich hätte weitergemusst. Weil du Kommt kannst natürlich nicht sagen, okay, ich sehe jetzt, dass der mir die Vorfahrt klaut, aber ich fahre trotzdem weiter, weil ich hier Vorfahrt habe. Dann bist du auch dran. Dann bist du schuld. Da kriegst du auf jeden Fall eine Teilschuld. Weil du hättest in dem Moment sehen müssen, okay, der nimmt mir die Vorfahrt, dann muss ich dann passiv fahren. Cedric, du leckst total. Jetzt war ich gerade in einen nicht vorhandenen LKW reingefahren. Respekt. Okay, sehr schön. Ja. Also ich gehe kurz ab und komm dann zurück, ne? Okay. Aber das ist ja nur ein Passus, das ist ja keine Bestimmung. Doch, also, das steht im Gesetz drin. Genau, also, aber da kannst du eben noch sagen, das musst du mir zuerst beweisen, dass ich das wirklich erahnen konnte. Ja, ansonsten, okay, wenn man natürlich so eine ganz, ich sag mal, ganz extrem passive Fahrregel wie in diesem ominösen Stadtteil von Schweden da drinne ist schwierig. Also könntest du in Deutschland ist das ja sehr speziell, ich sag mal, bei euch Schweizern ist es vielleicht noch ein bisschen anders, aber wir sind ja doch sehr fixiert auch auf unsere Autos, zu Recht, wohlgemerkt. Oh, ja, ja. Deswegen, sonst hätten wir auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir sind eigentlich das einzige, ich sag mal, Land, wo du diese Geschwindigkeit auch fahren kannst. Es gibt natürlich einige Afrikaner, ich glaube Namibia, gibt es auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung, aber fahren wir auf den Straßen 250. Ja, gut. Das ist halt spannend, ne? Wenn du das hinbekommst, ist das eine verdammt gute Federung. Ja, aber da wäre es einfach sinnvoll, wenn man halt mal ein wenig von seiner Position wegrücken würde und der Vernunft halt wo vielleicht andere Wege gehen würde. Aber da fordere ich glaube von 80 Millionen Deutschen ein wenig sehr viel ab. Also unsere Geschwindigkeitsbegrenzung, dass wir da keine haben, ich glaube nicht. Die Freiheit, die will keiner abgeben. Nee. Also, ganz ehrlich, ich fahre hier in einem Land, wo 120 die allgemeine Begrenzung ist. Und du freust dich, wenn du nach Deutschland kommst und Gas geben darfst? Nee. Doch, hast du gesagt. Ja, es macht mal Spaß, mal 250 zu fahren, dass du einfach weißt, wie das sich anfühlt. Aber abgesehen davon, dass deine Benzintachonadel oder Dieseltachonadel, also dein Treibstoff einfach verbrauchst wie wild, hat das genau gar nichts gebracht. Also klar, Hamburg, Basel, 6 Stunden kannst du natürlich nur dank der nicht vorhandenen Begrenzung in Deutschland machen. Und Sonntagmorgens natürlich, musst du auch noch mit einkalkulieren. Aber wie toll war es jetzt auch nicht. Also dann fährst du das halt und ob du jetzt nur mit 120 dafür weniger Benzin verbrauchst, also. Gut, da muss man sagen, bist du jetzt so ein Sparbrüchler, sagst okay, mich schnell jetzt die 16 bis 20 Liter, die ich einfach durchschaue, je nach Auto, sag ich, boah, wenn ich mal schnell fahren will, stört mich das jetzt nicht. Auf der anderen Seite gibt es immer diese, die Umwelt, bla bla bla.
wenn man sich auch mal die Statistiken anschaut, wie viel Umweltverschmutzung denn wirklich durch die PKWs in Deutschland jetzt verursacht werden, das ist halt lächerlich. Sorry, aber da kannst du sagen, können alle Fahrrad fahren, die Umweltverschmutzung ist nicht nennenswert niedriger. Ja, das finde ich jetzt auch schön geredet. Nee, das ist schön geredet. Es ist nicht so dramatisch, wie es gerne mal dargestellt wird, aber so unwenig Verschmutzung ist es auch nicht. Ich glaube, 2%. Was du hier nicht mitrechnest, sind so Sachen wie der Pneuabrieb. Einfach mal sowas. Einfach ja, bitte, was? Das kam gerade nicht an. Der Reifenabrieb, also der Pneu heißt es bei uns. Okay. Das sind Sachen, die völlig unterschätzt sind. Das ist eine Riesenmenge an Abfall, das da produziert wird und Partikel, die in die Luft kommen und so weiter. Also, wo seid ihr? In der Werkstatt? Ja, bei Reparateur. Ja. Also das ist jetzt schon sehr verharmlost. Ich glaube, du wirst nicht sagen, dass wenn wir eine Methode haben, die besser, also umweltschonend ist, dass wir darauf verzichten sollen. Natürlich, man kann es übertreiben und sagen, das Auto macht alles. Nee, ist nicht so. Die Industrie macht immer noch deutlich mehr. Auch nicht zu vergessen die Milchkühe, was die an Gasen ablassen. Ja, natürlich, aber die andere Sache ist, Milch ist super. Was ist Milch? Super. S-U-P-E-R. Ja, ich liebe Milch. Oh. Dann kannst du trotzdem kein Auto fahren. Ja, falls du weißt, komisch, wenn du es nicht bürgern würdest. Ich hab's jetzt akustisch. Also wenn du mit Milch Auto fahren könntest, ne? Das wäre schon stark. Wäre das? Weil theoretisch, oder? Überleg mal, wie viel... Ja gut. Wie viel Milch du schon damit so flaschen würdest? Ich sag doch das jetzt nur, weil der Milchpreis am Arsch ist, Toto. Du kannst es theoretisch ja sogar. Es gab ja früher, in der Zeit nach den Kriegen, zum Beispiel bei Traktoren, den Holzgasmotor. Ja. Wo halt Holzgase verbrannt wurden. Und das kannst du theoretisch auch mit Milch machen, indem du halt Milch vergärst und dabei entstehen Gase und die dann verbrennst. Das damit geht. Zu fahren, da brauchst du halt verdammt viel Milch im Auto. Ja, richtig. Das ist leider nicht effizient, aber es geht. Ja, ist aber dann nicht förderlich. Also ich meine, Elektroauto schön und gut, ja. Aber was an Ressourcen in die Herstellung von den Batterien geht, also wirklich ökologisch ist das am Ende auch nicht. Nein, aber nur um das kurz angewähnt zu haben. Natürlich, das ist gleich wie mit Solarzellen. Eine Solarzelle braucht früher mal was um die 5 Jahre, bis sich selber amortisiert hat im Energieverbrauch. Kommt also gleich die Produktion. Bin gleich da. Ja gut, 5 Jahre sind ja nichts. Also wenn du das mal auf ein Auto rechnest, wie lang fahren die meisten Autos hier? Ich hoffe länger als 5 Jahre. Ja, also ökologischste ist eigentlich, wenn du ein gebrauchtes Auto kaufst. Ja, gut, da habt ihr ja die Abfuhrprämie gemacht, die habt ihr nur noch neue Autos. Die Abfuckprämie, aber... Abfuck, genau. Gut, aber wir werden diese Diskussion verschieben müssen. Nein, jetzt halt. Schade. Ich bin noch nicht da. Was? Mich einfach ohne mich. Ich hab das Abschlussfoto schon gemacht. Was? War ja klar. Ich habe das extra im Video gemacht, dass man sieht, dass man irgendwas hat, was man sieht hier. Aber wahrscheinlich habe ich das Video... Oh, jetzt huben die ganze Zeit. Hört doch auf! Da kommt einer! Da kommt einer, wunderbar! Legt er sich in der Kurve! Das wäre jetzt der Hammer! Das wäre jetzt der Hammer! Ja, knapp! Sehr knapp! Gut, dann machen wir nochmal mit dem Zuschauer zusammen das Abschlussfoto. So. Suchen wir. Da stellt sich der Dabo in den Mittelpunkt. Wenn mein Rückwärtsgang mal reingehen wird. Mach den Kekskrümel da raus. So. Kartoffel hat Heini im Fenster. Ja, ich hab das Kartoffel war eigentlich noch links, aber dadurch, dass ich jetzt ja den Löwen dahin gemacht habe, oder den Adler, ist das schön. Den Löwen oder den Adler, oder vielleicht auch eine Schildkröte. So, liebe Leute, die Screenshots sind gemacht. Nein. Doch. Wir werden sicher hier noch weiter diskutieren. Wenn ihr auch mal an so einer Diskussion teilhaben wollt, dann bewerbt euch bei uns. Da habt ihr oben rechts das i, da könnt ihr draufklicken, dann kommt ihr ins Forum. Da findet ihr alle Informationen, die ihr benötigt, um euch zu bewerben. Dann könnt ihr mit Bento da mal ausdiskutieren, was an seiner Milchverbrennungstheorie in Kombination mit hoher Geschwindigkeit das Problem sein könnte. Falls es euch gefallen hat, gebt einen Daumen. Wenn ihr auch noch was zu diesem Thema mitteilen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich denke, dass die eine oder andere hier auch mal in die Kommentare schauen wird und dann vielleicht noch eine Antwort geben wird. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, habt ihr noch das Abo dazulassen. Und damit hätte ich alles gesagt. Damit verabschiede ich mich und die anderen sagen auch großartig Tschüss. Tschüss. Tschüss.